David Ortega früher und heute, das steckt hinter seiner krassen Veränderung. David Ortega überrascht vor seinem erneuten Einzug ins Dschungelcamp mit einer kompletten Typveränderung. Doch was steckt hinter seiner Verwandlung vom durchtrainierten Latino zum rauschebärtigen Merlin, wie der Ex-Köln 50667 Darsteller sich selbst nennt? Dschungelcamp-Star David Ortega ist kaum wiederzuerkennen. 8 Jahre nach seiner ersten Dschungelcamp-Teilnahme zieht David Ortega noch einmal in den Dschungel. Zusammen mit 12 weiteren ehemaligen Camp-Bewohnern nimmt er im Sommer an der Spezialausgabe Ich bin ein Star, Showdown der Dschungellegenden teil. Doch schon vor dem TV-Start sorgt er für Aufsehen. Denn der ehemalige Köln 50667 Darsteller hat sich optisch komplett verändert. Während er in der Serie mit seiner Rolle Diego Cortez als Frauenschwamm galt, machen die Fans sich heute Sorgen um ihn. Von dem durchtrainierten Latino mit Waschbrettbauch ist nichts mehr zu sehen. Stattdessen präsentiert er sich im Netz mit langen Haaren, zotteligem Bart und Bäuchlein. Auf seinen Instagram-Fotos sieht der Laiendarsteller oft ungepflegt aus. Das steckt hinter seiner Verwandlung. Schon 2021 überraschte David Ortega mit neuem Look. Bei der Dschungelshow trug er seine Haare bereits lang. Zudem wirkte sein Gesicht aufgedunsen. Seitdem hat er sich immer mehr verändert. Der Dschungelcamp-Star fühlt sich wohl in seiner Haut. Wie er 2023 auf Instagram betont, ungewohnt. Aber ich liebe mich so. Jetzt frage ich dich. Heute oder früher? Your chance. Deine Wahl, Sieg. Dazu veröffentlichte er eine Collage von sich. Links aktuell mit Zottelbart und Bierbauch, rechts vor ein paar Jahren durchtrainiert und mit 3 Tage Bart am Strand. Was genau hinter der Veränderung steckt, ist unklar. David Ortega erklärt dazu bislang nur, früher und heute. Es gibt eine kleine Anzahl an Persönlichkeiten, die mich immer wieder ergänzen wollen. Es ist keine Entgleisung mit Respekt, einen Bart zu tragen oder lange Haare zu pflegen. Oder eine Mütze zu tragen. Die Zufriedenheit bestimmt das mit mir. Einige von euch können das nicht verstehen, jedoch wollte ich irgendwie immer dieser Druide sein. Ob hinter seiner Verwandlung zum rauschebärtigen Merlin, wie er sich selbst nennt, auch negative Erfahrungen aus der Vergangenheit stecken. Darüber kann nur spekuliert werden. Fakt ist, David Ortega begründete seinen Ausstieg bei Köln 50667 2021 auch damit, dass er angeblich von seinen Kollegen gemobbt wurde. Danach begann seine Transformation. Was macht David Ortega heute? Schaut man sich David Ortegas Instagram-Account an, so macht er einen glücklichen und zufriedenen Eindruck. Regelmäßig postet er Fotos und Videos von sich, teilt private Fotos aus seiner Kindheit oder präsentiert augenscheinlich selbstgemalte Kunstwerke. Seine Worte dazu jedoch kommen oft wirr und zusammenhangslos daher. Die Follower machen sich deshalb schon länger große Sorgen um seine psychische Gesundheit und kritisieren nun auch RTL dafür, ihm im Dschungelcamp eine Plattform zu geben. David Ortega. Ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Katastrophe, dass ihr den in seinem Zustand reinsteckt, oder man kann nur hoffen, dass RTL und die Produktionsfirma besser wissen, wie es David Ortega wirklich geht und ob er psychisch in der Lage ist, an einer TV-Show teilzunehmen, heißt es in Kommentaren auf Instagram. Vor jeder Dschungelcamp-Staffel müssen sich die Stars einer psychischen und physischen Untersuchung stellen. Nur wenn sie das Go vom Arzt bekommen, dürfen sie ins Camp ziehen. Es ist davon auszugehen, dass diese Vorgehensweise auch bei der Spezialausgabe zum 20. Jubiläum beibehalten wird. David Ortega selbst erklärt: Ich bin momentan arbeitssuchend und bin Schauspieler. Viele andere Jobs,
die ich noch gemacht habe, und deshalb bin ich so ein bisschen ein Allround-Talent. Durch das Sommercamp hofft er auf neue Engagements. Ob ihm das gelingen wird, wird sich zeigen. Spannend dürfte David Ortega aber allemal werden. Vielleicht erklärt er im Camp auch endlich, was genau hinter seiner Verwandlung steckt. Wann die Spezialausgabe startet, ist noch nicht bekannt. Das Warten verkürzen können die Fans sich bis dahin mit den alten Staffeln. Verfügbar auf RTL Plus. Verwendete Quellen: RTL, Instagram.